hast keine Zeit. Ich lasse mich von dir nicht auf den Arm nehmen. Morgen früh stehst du bei mir im Büro. Und dann will ich die ganze Geschichte. Verstehst du? Die ganze Geschichte. Und an deiner Stelle würde ich wirklich kommen. Deshalb müssen wir die Macht der Passivität überwinden und die Menschen wieder motivieren, aktiv den Alltag zu gestalten. Denn aus meiner langjährigen Erfahrung in der Verbrechensbekämpfung weiß ich, die moderne Zivilgesellschaft braucht die Zivilcourage ihrer Bürger. Gerade deshalb freue ich mich, dass es uns gelungen ist, unseren bekannten Leipziger Fernsehmoderator und Talkmaster Holger Ponig für die diesjährige Bürgeraktion der Leipziger Polizei zu gewinnen. Vielen Dank, Herr Ponig, dass Sie sich in den Dienst der guten Sache stellen. Prost! Danke. In den Dienst der guten Sache. Wer hat dir denn die Rede geschrieben, Papa? Also einer, der mir heute besser nicht mehr unter die Augen kommt. Herr Kraut, Entschuldigung, können wir gerade vorne noch ein Foto machen? Darf ich erst das Bier zu Ende trinken? Außerdem muss ich mit Jan reden. Ja, Jan ist gerade beschäftigt. Wer ist denn diese Frau da? Martina Kessler, unsere neue Chefreporterin. Mhm. Allerdings sollte Jan aufpassen, dass er sich nicht die Finger verbrennt. Herr Trautschke, vielleicht 2 Minuten. Vielleicht kommst du ja ins Fernsehen. Ich will dich ins Fernsehen. Gerade vorne auf die Bühne ist das Beste. Ich kenne in Leipzig nur den Weg von meiner Wohnung in die Direktion und zurück. Frau Kessler? So ging es mir am Anfang auch mal. Sie könnten mir ja mal die Stadt zeigen. Das möchten Sie gerne mal sehen. Kommst du jetzt bitte? Danke, super. Die Thomaskirche, die Nikolaikirche oder vielleicht das Völkerschlachtdenkmal? Ich dachte eigentlich eher an das Nachtleben. Super. Perfekt. Ah, das Nachtleben. Irgendwas Spezielles? Zum Beispiel das Telegraph? Jan, bin kurz mal unten. Jetzt tun Sie doch nicht so. Vor 3 Tagen wurde im Waschraum der Bar ein Mädchen tot aufgefunden, mit reichlich Kokain im Körper. Minderjährige stirbt an Überdosis. Hört sich gar nicht gut an. Es war keine Überdosis. Sondern? Laut Obduktionsbericht war Herzversagen die Todesursache. Das Mädchen hatte Medikamente zu sich genommen und die haben sich nicht mit dem Kokain vertragen. Umso interessanter, wer ihr den Stoff gegeben hat. Wenn ich richtig informiert bin, dann laufen die Ermittlungen noch? Also ein Muss ist in Leipzig auf jeden Fall das Gewandhaus. Das sollte man wirklich gesehen haben. Ich will gar keinen Namen. Aber betreffen die Ermittlungen jemand, den wir kennen? Für den Fall, dass Sie doch noch was für mich tun wollen. Wiedersehen, Frau Kessler. Du hast mit ihr über den Telegrafen gesprochen. Sie hat darüber geredet, nicht ich. Ja, aber du hast ihr nichts gesagt. Nein. Und du hast ihr auch gesagt, dass sie dich nicht zitieren darf. Wieso das denn? Ja, so viele Kollegen haben dich da oben, stehen sie mit ihr. Wenn sie nur ein Wort über die Sache schreibt, dann ist es schon ein Wort zu viel. Ajo, jetzt häng das doch nicht so hoch. Ich möchte nicht, dass im Präsidium rumgeht, dass meine Leute quatschen, wenn du verstehst, was ich meine. Ja? Also, kommst du, Papa, mein Auto steht da drüben. Bring das in Ordnung. Bis morgen. Bis morgen. Sag mal, diese Frau Kessler ist die neue Chefreporterin. Ja. Cause I'm a
And there is no one else, no. Someone who loves you tender like I do, and you'll never find, no matter where you search, someone who cares about you. No, I'm not bragging on myself, babe. Todeszeitpunkt gegen Mitternacht. Todesursache wahrscheinlich ein kräftiger Schlag an den Hals. Die Gerichtsmedizinerin sagt, dass der Kehlkopf völlig eingedrückt ist. Sexualdelikt? Keine Spuren sexueller Gewalt, keine Einbruchs- oder Kampfspuren. Die Wohnung sieht tipptopp aus. Die Tote wohnte erst seit einigen Wochen hier. Im Haus kennt sie kaum einer. Sie arbeitet bei... Ich weiß. Der hat unten Sturm geklingelt. Das wirkt mir nicht gerade wie ein Freundschaftsbesuch. Und wie sah der aus? Gut, 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 gut. Geht's auch vielleicht ein bisschen genauer? Sportlich. Blond. Na, der Bettkante würde ich dir nicht stoßen. Ach, da ist der ja. Der sah vielleicht so ähnlich aus. Ach, ich bin doch nicht blind. Das ist er. Das ist er nicht. Das ist einer von uns. Der hat mit Sicherheit nichts damit zu tun, okay? Wieso das denn nicht? Weil wir die Guten sind. Danke. Wieso warst du eigentlich hier? Du hast doch gesagt, ich soll mit dir reden. Ein Anruf hätte doch genügt. Ich hab doch nicht gesagt... Ajok, pass mal auf, es ist doch ganz klar. Ich war unten, als sie ermordet wurde, also steige ich aus. Was spinnst du? Schau mal, wenn ich mit den Ermittlungen nichts zu tun habe, dann hat keiner einen Grund, uns anzupissen. Das sieht ja wie ein Eingeständnis aus, als hätten wir was zu verbergen. Das kommt überhaupt nicht in Frage. Maike? Ihr kümmert euch jetzt um die Wohnung. Wer war diese Martina Kessler? Mit wem lebte sie? Was für Freunde hatte sie? Welchen Liebhaber? Und so weiter und so weiter. Sie warten draußen. Ach, das habe ich geahnt. Eine Sekunde. Jetzt nicht. Doch kommen Sie, nur ein paar Fragen. Wenn wir der Öffentlichkeit was mitzuteilen haben, dann werden wir das tun. Herr Trautschke, Martina war unsere Kollegin. Wir wollen wissen, was mit dir passiert ist. Ja, wenden Sie sich an die Pressestelle. Sie wollen es mit der Pressestelle abspeisen. Ich habe gesagt, jetzt nicht. Sagt uns die Pressestelle auch, was Ihr Kollege Maybach heute Nacht hier gemacht hat. Fern, komm. Gestern Nacht hier. Also nicht hier, ich war unten vor der Tür. Die Nachbarin hat recht, die hat mich gesehen. Also die Dateien, an denen sie zuletzt gearbeitet hat, sind nicht auf der Festplatte. Die müssen externe Speicher benutzt haben. Woran hat Frau Kessler denn zurzeit gearbeitet? Sie hat eine große Story in der Pipeline. Kommen Sie bitte. Einen echten Big Shot. Einen Big Shot? Eine Enthüllung. Es ging wohl um einen prominenten Kopf, mehr weiß ich auch nicht. Bitte setzen Sie sich doch. Vielen Dank. Glauben Sie, Ihre Recherchen haben mit Ihrem Tod zu tun? Sobald wir gesicherte Erkenntnisse haben, werden Sie rechtzeitig davon erfahren. Ich würde mir gerne den Arbeitsplatz von Frau Kessler mal ansehen. Das ist eine gute Idee. Bitte sehr, Sie können gerne einen Kollegen um Hilfe bitten. Jetzt die übliche Frage. Hatte Frau Kessler Feinde? Wurde sie von jemandem bedroht?
Mir ist nichts bekannt. Im Übrigen hatte sie sich auch gerade erst eingelebt. Warum eigentlich Frau Kessler als Chefreporterin? Warum nicht jemand aus Ihrer Redaktion? Eine interne Auswahl bringt immer böses Blut. Chefreporterin ist die begehrteste Stelle. Der eine ist neidisch, der andere fühlt sich übergangen. Und warum Frau Kessler? Sie hatte hervorragende Referenzen. Außerdem war sie clever, jung und vor allem hungrig. Und Sie wissen tatsächlich nicht, woran sie gearbeitet hat? Sie musste mich nicht einweihen. Sie konnte sich ihre Geschichten selber aussuchen. Das gehört zu den Freiheiten einer Chefreporterin. Hat sie denn nicht erzählt, woran sie gerade sitzt? Über eine gute Story redet man besser erst, wenn man sie im Kasten hat. Ja, damit niemand sie klaut. Eher um sich zu schützen. Vorher großartig rumzuposaunen, was man nachher nicht halten kann, kann ziemlich peinlich werden. Ja, und einem so richtig die Karriere versauen. Da würde ich gerne mal einen Blick reinwerfen. Dann müssen Sie unseren EDV-Chef fragen. Aber ich nehme nicht an, dass Ihnen das wirklich weiterhelfen wird. Warum? Martina hat immer alles auf ihrem Memory-Stick gespeichert. Ihre Kollegin wird ermordet und ihr Vater leitet die Ermittlung. Ist schon eigenartig, oder? Finden Sie? Ja. Es ist nicht das erste Mal, dass mein Vater und ich beruflich miteinander zu tun haben. Sonst noch was? Nö. Okay. In der kurzen Zeit hatte sich Martina sehr schnell eingelebt. Erstaunlich. Soweit ich weiß, ist sie mit allen in der Redaktion sehr gut klargekommen. Ich habe Ihnen Abzüge machen lassen von gestern Abend. Können Sie mitnehmen. Wir brauchen nur noch die Verbindungsdaten für das Telefon von Frau Kessler. Frau Krämer, Sie haben Ihre Reporter auf den Fall angesetzt. Küppers und Henscheid, ja. Ich möchte nicht, dass Sie die Ermittlungen behindern. Das sind zwei erfahrene Journalisten, die wissen, was sie dürfen und was sie nicht dürfen. Wenn wir den Mord aufgeklärt haben, werden Sie zuerst und exklusiv alle Informationen erhalten. Das ist ein faires Angebot. Wiedersehen. Maggie, geh mal rüber die Drogenfahndung, lass dir alles geben, nur eine Frage. Die Drogentote im Telegrafen haben. Bestätigen Sie uns, dass Sie kurz vor Mitternacht bei Martina Kessler waren? Ich war nicht bei ihr, ich war vor der Haustür. Das ist ein kleiner Unterschied, oder? Und das war ungefähr zu dem Zeitpunkt, als sie ermordet wurde? Das sind schon zwei Fragen. Was wollen Sie denn von ihr? Geht sie nicht an, Ende der Durchsage. In die Kiste. Wir wollen ja im Einsatz einen Mann erschossen haben. Dann komm. Wenn Sie die Antwort wissen, warum fragen Sie dann noch? Würde Genauigkeit haben, weil wir wollen ja nichts Falsches schreiben. Hier sind die Infos zu der Drogentoten im Telegrafen. Sie hieß Katharina, war 17 Jahre alt und war am betreffenden Abend mit einer Freundin in der Bar. Die Freundin hat sie auch tot auf der Toilette gefunden. Sie heißt Nadine und macht eine Lehre als Friseusin. Körperverletzung mit Todesfolge. Diese Katharina war keine Kokserin. Der Staatsanwalt hat das Verfahren eingeleitet, aber nur pro forma. Richtig interessiert hat das keinen. Vielleicht hat die Kessler mehr gewusst. Die Kollegen haben die Personalien von den Gästen im Telegrafen untersucht. Es ist aber leider kein Name dabei, der irgendwie von Interesse sein könnte. Wir sollten der Sache trotzdem nachgehen. Diese Kessler hat mich nicht ohne Grund auf den Telegrafen angesprochen. Am besten wir fangen damit an. Tag zusammen. Herr Trautschke da? Nee, tut mir leid. Warum? Ich hatte mit ihm ein Hintergrundgespräch verabredet. Ein Hintergrundgespräch? Ja, wegen Ihrer neuen Aktion. Hinsehen, hinhören, eingreifen. Herr Trautschke wollte mich über Ihre Arbeit informieren. Ja, aber der steckt gerade in einer Ermittlung. Eine Reporterin ist gestern Nacht ermordet worden. Kennen Sie sie? Na, dann vielleicht ein andermal. Und einen schönen Gruß an Herrn Trautschke.
Mir wäre wirklich lieb, wenn ihr mich aus euren Ermittlungen aushalten könntet. Du bist eine Zeugin wie alle anderen Kollegen auch. Nein, bin ich eben nicht. Ich bin deine Tochter. Wenn die anderen mich für den verlängerten Arm halten, dann bin ich in der Redaktion ganz schnell unten durch. Moment mal. Deine Kollegin ist ermordet worden. Aber ich kann dir über Martina auch nichts erzählen. Privat kannte ich sie überhaupt nicht. Aber beruflich. Warum ist sie eigentlich Chefreporterin geworden? Sie war konsequent kaltschnäuzig. Entschuldige. Außerdem wären vor mir noch andere dran gewesen. Küppers und Henscheid? Ja, zum Beispiel. Küppers hat eine gute Schreibe. Henscheid lässt sich nicht die Butter vom Brot nehmen. Und ihr habt wirklich keine Spur? Und, wenn ihr eine hättet, du würdest es mir nicht sagen. Richtig. Freude sieht aber anders aus. Das hängt ganz davon ab, was Sie von mir wollen. Martina Kessler, Reporterin. Schon mal gesehen? Ja, die war hier und ich habe sie weggeschickt. Was wollte sie denn wissen? Sie hat gefragt, wer an dem Abend hier war, als das Mädchen gestorben ist. Ich habe sie auf den Polizeibericht verwiesen. Über Gäste rede ich nicht. Mit der Presse schon gar nicht. Und wer war an dem Abend alles hier? Für Sie müsste es doch eigentlich noch einfacher sein, sich den Polizeibericht zu besorgen, oder? Irgendwie habe ich genau mit dieser Antwort gerechnet. Da hätten Sie doch gar nicht fragen brauchen. Sollte Ihnen noch jemand einfallen, der an dem Abend hier war und mit der Toten zu tun hatte und nicht im Polizeibericht steht, dann rufen Sie uns bitte an. Danke. Besser war an der Geschichte dran. Da gehe ich jede Wette ein. Lass uns mal zu der Freundin von der Drogentoten fahren. Diese Nadine. Ich habe wirklich keine Zeit. Meine Chefin... Ich habe nur ein paar Fragen an Sie. An dem Abend in der Bar. Sie haben Ihre Freundin tot aufgefunden. Wissen Sie, wer ihr das Kokain gegeben hat? Was habt ihr im Telegrafen gemacht? Ganz getrunken und Ruhequatsch. Sie werden aber doch nicht mit Ihrer Freundin den ganzen Abend allein gewesen sein. Da war nicht viel los. Was langweilig war. Warum seid ihr denn nicht gegangen? Später wurde es ja voller. Da kamen noch diese Fernsehleute. Was für Fernsehleute? Von irgendeiner Talkshow oder so. Talkshow? War dieser Moderator auch dabei? Holger Ponig? Ich gucke keine Talkshows. Außerdem, ich habe mich nicht um die gekümmert. Aber Ihre Freundin, oder? Ich weiß nicht. Da war so ein Junge, richtig süß. Ich habe mit ihm rumgeknutscht in der Ecke. Ich habe nicht mehr viel mitgekriegt. Und irgendwann bin ich dann auf die Toilette. Und da habe ich sie gefunden. Das ist Martina Kessel, eine Reporterin. Haben Sie die schon mal gesehen? Was ist mit ihr? Sie ist umgebracht worden. Tut mir leid. Ja. Okay, danke. Ponig soll ihr das Kokain gegeben haben. Das ist doch reine Spekulation. Den Bericht über die Tote im Telegrafen hat Martina Kessler geschrieben. Sie war dran an der Geschichte. Das heißt noch lange nicht, dass er an Ponig dran war. Kommt drauf an. Mit der Wahrheit sieht das auf jeden Fall nicht ganz so eng.
Das zum Thema hat sie nicht gesehen. Was ist? Angst, weil es ein Promi ist? Mit so einem Verdacht kann man sich auch leicht selbst ausnocken. Du hast selber gesagt, dass sie an dem Big Shot gesessen hat. Ponik ist ein Big Shot. Ja, das habe ich gesagt. Ich habe jetzt keine Zeit, mich mit Ihnen zu unterhalten. Danke. Hat jemand was von der Unterhaltung gesagt? Ihnen ist doch sicher bewusst, in welche Lage Sie mich bringen, wenn ich öffentlich mit polizeilichen Ermittlungen in Verbindung gebracht werde. Ach, sind wir nicht öffentlich. Aber Ihr Auftritt hier ist öffentlich. Absicht? Wir würden nur gern wissen, wie Ihr Verhältnis zu Martina Kessler war. Da gibt's kein Verhältnis. So, Kollege, lass uns mal am Anfang gehen. Wir sind erst nur gerade angekommen. Sag mal, was sind denn das für Leute da unten? Augenblick, Herr Poli. Herr Poli, eine Frage habe ich noch. Entschuldigung, gehen Sie. Dann fahren wir nach rechts rüber. Was soll denn das mit mir? Wer ist denn da? Das Foto. Herr Ponig, wie war denn Ihr Verhältnis zu dem Mädchen hier? Das ist die Drogentote aus dem Telegrafen. 17 Jahre, hübsch. Ich möchte Sie bitten, waren Sie an dem Abend dort? Ich möchte Sie bitten, Sie kennen ja den Weg. Ich will Sie morgen im Präsidium sehen. Ist das eine Vorladung? Das können Sie nehmen, wie Sie wollen, aber wenn Sie nicht zu uns kommen, kommen wir zu Ihnen. Bitte gehen Sie. Sie haben es gerade nötig. Gib uns noch mal kurz die Anmoderation auf der 1 und dann geht's los, ja? Was wollte der Kommissar in dieser Nacht von Martina Kessler? Das geht Sie nichts an, erklärt ein Kollege der Soko Leipzig. Deshalb verweigert die Polizei dann offiziell Auskunft. Jan Maybach geriet schon mal in die Schlagzeilen, als er bei einem Einsatz einen Mann erschoss. Die Staatsanwaltschaft erkannte auf Notwehr. Ey, so ein Dreck, verdammt noch mal! Den Hinweis, dass du aus dem Westen kommst, hat er auch nicht vergessen. Einmal den Bildschirm. Danke. Vielen Dank. Ich freue mich, dass Sie mir Ihre Aufmerksamkeit schenken. Steht da irgendein Satz drin, der nicht stimmt? Oder irgendeine Frage, die nicht berechtigt ist? Das sind Gerüchte, Verleumdung. Das ist Rufmord. Jan stand bei Martina vor der Tür zu der Zeit, in der sie ermordet wurde. Das ist ein Fakt. Das hat aber nichts mit dem Mord zu tun. Und warum dann diese Geheimniskrämerei? Die Öffentlichkeit hat ein Recht darauf zu erfahren, was Jan bei Martina gemacht hat. Nachts um diese Zeit. Glaubst du, dass Jan ein Mörder ist? Natürlich nicht. Man könnte sie wenigstens bewahren vor diesem Schund in deiner Redaktion. Hier geht's nicht um Wahrheit, sondern um Zensur. Die Zeiten sind endgültig vorbei, Papa. Also das ist jetzt wirklich eine Unverschämtheit. Danke, ich gehe allein nach Hause. Herzlichen Glückwunsch. Reicht das nicht? Musstest du heute Nacht noch losziehen und den Sympathieträger der Polizei unter Mordverdacht stellen? Von Mordverdacht war nie die Rede, Hajo. Aber wie ich heute Nacht erfahren durfte, offenbar von einer Vorladung ins Präsidium. Das war eine ganz normale Einvernahme eines wichtigen Zeugen, mehr nicht. Ich habe keine Lust auf Spitzfindigkeiten. Hajo, Ponik ging die Muffe 1 zu 1000, den hättest du sehen sollen. Das wäre vermutlich besser gewesen. Die Journalisten sind dir auf dem Hacken, nicht mir. Vergiss das nicht. Ich glaube das alles nicht. Das will ich mir nicht gefallen lassen. Diese Fixer. Jetzt reicht's mir. Jungs, ich brauche einen Streifenwagen in die Löhrstraße.
Stück ist. Hey, bleib mal cool, Mann, ja? Gib dir einen Tipp, lass meinen Kumpel in Ruhe, okay? Tempoüberschreitung, gefährliches Straßenverkehr. Ich glaube, Verbandskasse ist auch nicht in Ordnung. Außerdem haben die Jungs im Wagen ein Funkgerät. Check mal aus, ob es zugelassen ist. Guten Tag. Ich glaube bloß nicht, dass ich es wegen dir gemacht habe. Ich will nur nicht, dass ich morgen in der Zeitung lesen kann, mit wem ich heute gesprochen habe. Irgendwo muss sie doch Spuren hinterlassen haben. Auch in der Redaktion. Was mochte mein Vater mich wohl nicht selber fragen? Familienangelegenheiten sind nicht mein Ding. Wir haben in der Redaktion ein besonderes Telefon. Für Gespräche, die möglichst geheim bleiben sollen. In der Regel nutzen wir es, um Informanten anzurufen. Und das Telefon steht nicht auf der Liste, die wir von der Redaktion bekommen haben? Offiziell ist es ein Privatanschluss. Ich werde mal sehen, was ich machen kann und rufe dich dann an. Das ist eine solche Unverschämtheit. So was muss man sich doch nicht bieten lassen. Wieso? War doch super. Dafür werden wir sie kriegen. Quatsch. Wusstest du eigentlich, dass Jan mal eine Affäre mit einer Frau hatte, die später des Mordes überführt wurde? Was? Die beiden haben die Geschichte ausgegraben. Auch, dass Jan von seiner Frau verlassen wurde. Und sie haben einen Gast beim Medientreff aufgegabelt, der im O-Ton erzählt, dass Jan mit Martina geflirtet und sie ihn dann stehen gelassen habe. Ein Polizist neigt zur Überreaktion, hat Probleme mit Frauen und ist zur Tatzeit am Tatort. Da, die Gute. Ich muss jetzt wirklich ins Bett, aber ohne euch, Herr Süßen. Sie gehen erst dann ins Bett, wenn wir wissen, was mit Ponik und dem toten Mädchen war. War er mit ihr zusammen an dem Abend? Lief da was zwischen den beiden? Jungs, das geht wirklich nicht. Wenn ich über meine prominenten Gäste rede, bin ich so gut wie pleite. Hören Sie mal, wir fahren hier alles auf. Drogenfahndung, Ordnungsamt, Finanzamt, Arbeitsamt, alles. Ponik hat der Kleinen seine blendend weißen Zähne gezeigt und sie angegraben. Der konnte gar nicht die Finger von ihr lassen. Den ganzen Abend ging das so. Und Sie? Hat sich wohl geziert, sah zumindest so aus. Ja, und dann? Mehr weiß ich nicht, der Laden war voll. Hat Ponik ihr das Koks gegeben? Falsche Adresse, echt. Warum fragt ihr nicht die andere? Ihre Freundin, die hing doch auch den ganzen Abend an Ponik dran. Ponik war aber nicht mehr da, als die Kollegin aufgetaucht ist. Ja, bevor ich eure Firma gerufen habe, habe ich ihm geraten zu verschwinden. Woher wusste die Reporterin von Ponik? War sie an ihrem Abend auch hier? Nein, die war nicht hier, muss ihr irgendjemand erzählt haben. Und wer war es? Hat sie nicht gesagt. Von mir wollte sie lediglich, dass ich ihr die Information bestätige. Kann ich jetzt endlich ins Bett? Bitteschön. Diese Freundin. Die Kleine weiß mehr, als sie uns gesagt hat. Ich hätte wirklich nicht gedacht, dass Sie so weit gehen werden. Aber in Ihrer Situation ist das vielleicht verständlich. Sprechen wir doch lieber über Ihre Situation, Herr Ponik. Sie haben gelogen. Sie kannten Frau Kessler. Sie haben mit ihr auf dem Medientreff der Polizei gesprochen. Und das reicht für Sie aus, um mich unter Mordverdacht zu stellen? Sie sind schuld am Tod eines 17 Jahre alten Mädchens. Und das hatte Frau Kessler rausgefunden. Sie hätte sie erledigt mit der Geschichte. Frau Kessler wusste von diesem Abend im Telegrafen und wollte darüber schreiben. Deshalb habe ich mich bereits am Mittag mit ihr in einem Café getroffen und ihr das hier gezeigt. Ich werde mich in den nächsten Tagen einer Operation unterziehen und habe mich deshalb komplett durchchecken lassen.
Diese medizinischen Befunde belegen zweifelsfrei, dass alle meine Werte in Ordnung sind und dass ich weder Kokain noch irgendwelche anderen Drogen zu mir nehme. Es hat niemand behauptet, dass Sie selber Kokain nehmen, Herr Koenig. Das sind eidesstattliche Versicherungen einiger Freunde, die mit mir im Telegrafen waren. Sie bezeugen, dass ich dem Mädchen weder Kokain gegeben habe, noch zu irgendeinem Zeitpunkt alleine mit ihr war. Das sind alles Aussagen von Menschen, die Ihnen mehr oder weniger verbunden sind. Warum wollen Sie mich da unbedingt reinreiten? Ich hatte nichts mit dem Mädchen. Herr Koenig, Sie haben den ganzen Abend hier rumgemacht und Sie angebaggert. Erkennen Sie diesen Mann? Da lief nichts. Und genau deshalb haben Sie ihr das Kokain gegeben. Um Sie gefügig zu machen. Um Ihren Willen zu brechen. Hat er Ihre Freundin Kokain gegeben? Das ist keine gute Story für jemanden, der in der Öffentlichkeit steht. Da gab's keine Story. Ich war nur zur falschen Zeit am falschen Ort. Das ist alles. Das ist billig, Herr Koenig. Das kaufe ich Ihnen nicht ab. Sie machen denselben Fehler wie diese Reporterin. Sie haben Martina Kessler ermordet. Was ist? Hat er deiner Freundin den Stoff gegeben oder hat er nicht? Der kann ja nichts. Der geht in den Knast, wenn du sagst, dass das war. Ich weiß nicht. Ich will mit der ganzen Sache nichts mehr zu tun haben. Verstehen Sie das denn nicht? Er hat Ihrer Freundin kein Kokain gegeben. Er hat mit dem Tod Ihrer Freundin nichts zu tun, richtig? Sie haben das Kokain besorgt. Wir wollten das nur mal ausprobieren. Ich wusste doch nicht, dass meine Freundin Medikamente genommen hatte. Wichtig ist nur, dass niemand erfährt, weshalb ich hier war. Die Vernehmung hat nicht stattgefunden. Herr Koenig, eine Frage trotzdem noch. Wie hat denn Frau Kessler reagiert, als Sie ihr die Gegenbeweise gezeigt haben? Sie war ziemlich angefressen. Ihr war schon klar, dass sie sich ihrer Story nicht mehr sicher sein konnte. Und abends auf dem Medientreff? War sie immer noch nicht restlos überzeugt, ob sie mir glauben soll. Aber ich habe ihr gesagt, da will sie jemand verarschen. Klären Sie das. Hat sie denn gesagt, wo sie ihre Informationen her hatte? Ja, warte mal, ich schreibe ihr das auf. Leni hat rausgekriegt, mit wem Martina Kessler als letztes telefoniert hat. Die hat dich an dem Abend, an dem sie umgebracht wurde, angerufen. Das ist doch deine Nummer, oder? Nadine. Thank you.
Die hat mich voll angemacht, ob ich ihr wirklich die Wahrheit sage und dass ich am nächsten Morgen gleich in die Redaktion kommen sollte. Die ganze Geschichte. Ich will die ganze Geschichte. Die war total krass drauf dabei. Wie sind die Martina Kessler auf dich gekommen? Die war doch an dem Abend gar nicht in der Bar. Dieser Typ hat mich zu ihr geschickt. Welcher Typ? Ich habe draußen gestanden, bis der Notarztwagen mit Katharina weggefahren ist. Plötzlich tauchte so ein Typ auf, sagte, er ist von der Zeitung und textet mich voll. Was wollte der von dir? Irgendein Taxifahrer hat ihm gesagt, dass dieser Fernsehfuzzi da gewesen war. Nun wollte er wissen, ob er meine Freundin den Stoff gegeben hat. Immer wieder fing er damit an, bis ich ihm gesagt habe, dass er mich in Ruhe lassen soll. Und dass das alles scheiße ist, weil ich uns doch das Koks organisiert hätte. Und Martina Kessler? Die kam kurz danach. Die beiden haben sich gezofft. Dieser Zeitungsfritze kam dann wieder und hat gemeint, ich solle seiner Kollegin erzählen, dieser Ponix sei es gewesen. Dann würde er halt nichts über mich schreiben und niemand würde erfahren, dass ich... Der hat dir also Angst gemacht? Ich dachte, damit sei die ganze Sache gegessen, aber... Irgendwie scheint diese Kessler dahinter gekommen zu sein, dass das alles nicht stimmt. Wirst du was denn wieder erkennen? Ihre neue Chefreporterin sollte sich selbst ins Aus manövrieren. Sie wurde gezielt auf eine falsche Geschichte angesetzt. Eine Intrige in meiner Redaktion. Jemand wollte sie ins Messer laufen lassen. Wer? Entschuldigung, dass wir Sie stören. Sie sind bestimmt fleißig am Schreiben. Sie kommen auch dran vor. Schön. Nur blöd, dass Sie alles wieder umschreiben müssen. Gehen Sie mal den Gang runter. Schikanieren könnt ihr ja. Setzen Sie sich doch. Danke, ich bin hier zu Hause. Was soll dieser Affenzirkus hier? Der Henscheid war zuerst am Telegraph. Dann kam die Kessler und hat ihn weggeschickt. Okay, Henscheid ist sauer, weil Martina ihm die Story wegnimmt. Also schickt er diese Nadine mit der Lüge über Tonik zu ihr, um ihr eins auszuwischen. Aber woher wusste er, dass Martina ihm nicht mehr glauben würde? Ja, er hat mitgekriegt, wie die Kessler mit Nadine telefoniert hat und wie sie in die Redaktion bestellt hat. Ja. Daraufhin hat er Angst gekriegt
dass er als Urheber der Fehlinformationen entlarvt wird. Dann hätte er sofort seinen Job verloren. Ja, und da ist er zu ihr gefahren und hat sie ermordet. Also das kannst du nicht so aufschreiben. Ich meine, der ist ja kein Killer. Der wollte das nicht. Der wollte mit ihr reden. Und sie nicht mit ihm. Und daraufhin hat er die Nerven verloren. Totschlag, das kannst du schreiben. Großartig. Darf ich Sie zitieren, Herr Trautschke? Ganz exklusiv. Und denk dir noch einen schönen Satz für mich aus. No, I'm not bragging on myself, 'cause I'm the one who loves you, and there is no one else, no. Stehst du bei mir im Büro. Und dann will ich die ganze Geschichte. Verstehst du? Die ganze Geschichte. Und an deiner Stelle würde ich wirklich kommen. Deshalb müssen wir die Macht der Passivität finden und die Menschen wieder motivieren, aktiv den Alltag zu gestalten. Denn aus meiner langjährigen Erfahrung in der Verbrechensbekämpfung weiß ich, die moderne Zivilgesellschaft braucht die Zivilcourage ihrer Bürger. Gerade deshalb freue ich mich, dass es uns gelungen ist, unseren bekannten Leipziger Fernsehmoderator und Talkmaster Holger Ponig für die diesjährige Bürgeraktion der Leipziger Polizei zu gewinnen. Vielen Dank, Herr Ponig, dass Sie sich in den Dienst der guten Sache stellen. Prost! Danke. In den Dienst der guten Sache. Wer hat dir denn die Rede geschrieben, Papa? Also einer, der mir heute besser nicht mehr unter die Augen kommt. Herr Kraut, Entschuldigung, können wir gerade vorne noch ein Foto machen? Darf ich erst das Bier zu Ende trinken? Außerdem muss ich mit Jan reden. Ja, Jan ist gerade beschäftigt. Wer ist denn diese Frau da? Martina Kessler, unsere neue Chefreporterin. Mhm. Allerdings sollte Jan aufpassen, dass er sich nicht die Finger verbrennt. Herr Trautschke, ja. Vielleicht 2 Minuten. Vielleicht kommst du ja ins Fernsehen. Ich will dich ins Fernsehen. Gerade vorne auf die Bühne ist das Beste. Ich kenne in Leipzig nur den Weg von meiner Wohnung in die Redaktion und zurück. Frau Kessler? So ging es mir am Anfang auch mal. Sie könnten mir ja mal die Stadt zeigen. Das möchten Sie gerne mal sehen. Kommst du jetzt bitte? Danke, super. Die Thomaskirche, die Nikolaikirche oder vielleicht das Völkerschlachtdenkmal? Ich dachte eigentlich eher an das Nachtleben. Super. Perfekt. Ah, das Nachtleben. Irgendwas Spezielles? Zum Beispiel das Telegraph? Jan, bin kurz mal unten. Jetzt tun Sie doch nicht so. Vor 3 Tagen wurde im Waschraum der Bar ein Mädchen tot aufgefunden, mit reichlich Kokain im Körper. Minderjährige stirbt an Überdosis. Hört sich gar nicht gut an. Es war keine Überdosis. Sondern? Laut Obduktionsbericht war Herzversagen die Todesursache. Das Mädchen hatte Medikamente zu sich genommen und die haben sich nicht mit dem Kokain vertragen. Umso interessanter, wer ihr den Stoff gegeben hat. Wenn ich richtig informiert bin, dann laufen die Ermittlungen noch. Also ein Muss ist in Leipzig auf jeden Fall das Gewandhaus. Das sollte man wirklich gesehen haben. Ich will gar keinen Namen. Aber betreffen die Ermittlungen jemanden, den wir kennen?
Für den Fall, dass Sie doch noch was für mich tun wollen. Wiedersehen, Frau Kessler. Du hast mit ihr über den Telegrafen gesprochen. Sie hat darüber geredet, nicht ich. Ja, aber du hast ihr nichts gesagt. Nein. Und du hast ihr auch gesagt, dass sie dich nicht zitieren darf. Wieso das denn? Ja, so viele Kollegen haben dich da oben, stehen sie mit ihr. Wenn sie nur ein Wort über die Sache schreibt, dann ist es schon ein Wort zu viel. Ajo, jetzt hängt das doch nicht so hoch. Ich möchte nicht, dass im Präsidium rumgeht, dass meine Leute quatschen, wenn du verstehst, was ich meine. Ja? Also, kommst du, Papa, mein Auto steht da drüben. Bring das in Ordnung. Bis morgen. Bis morgen. Sag mal, diese Frau Kessler ist die neue Chefreporterin. Ja. Wahrscheinlich ein kräftiger Schlag an den Hals. Die Gerichtsmedizinerin sagt, dass der Kehlkopf völlig eingedrückt ist. Sexualdelikt? Keine Spuren sexueller Gewalt, keine Einbruchs- oder Kampfspuren. Die Wohnung sieht tipptopp aus. Die Tote wohnte erst seit einigen Wochen hier. Im Haus kennt sie kaum einer. Sie arbeitet bei... Ich weiß. Sturm geklingelt. Das wirkt mir nicht gerade wie ein Freundschaftsbesuch. Und wie sah der aus? Gut. Geht's auch vielleicht ein bisschen genauer? Sportlich. Blond. Na, der Bettkante würde ich hier nicht stoßen. Ach, da ist der ja. Der sah vielleicht so ähnlich aus. Ach, ich bin doch nicht blind. Das ist er. Das ist er nicht. Das ist einer von uns. Der hat mit Sicherheit nichts damit zu tun, okay? Wieso das denn nicht? Weil wir die Guten sind. Danke. Wieso warst du eigentlich hier? Du hast doch gesagt, ich soll mit dir reden. Ein Anruf hätte doch genügt. Ich hab doch nicht gesagt... Ajo, pass mal auf, es ist doch ganz klar. Ich war unten, als sie ermordet wurde, also steige ich aus. Was spinnst du? Schau mal, wenn ich mit den Ermittlungen nichts zu tun habe, dann hat keiner einen Grund, uns anzupissen. Das sieht ja wie ein Eingeständnis aus, als hätten wir was zu verbergen. Das kommt überhaupt nicht in Frage. Maike? Ihr kümmert euch jetzt um die Wohnung. Wer war diese Martina Kessler? Mit wem lebte sie? Was für Freunde hatte sie? Welchen Liebhaber? Und so weiter und so weiter. Sie warten draußen. Ach, das habe ich geahnt. Eine Sekunde. Jetzt nicht. Kommen Sie, nur ein paar Fragen. Wenn wir der Öffentlichkeit was mitzuteilen haben, dann werden wir das tun. Herr Trautschke, Martina war unsere Kollegin. Wir wollen wissen, was mit ihr passiert ist. Ja, wenden Sie sich an die Pressestelle. Sie wollen es mit der Pressestelle abspeichern. Ich habe gesagt, jetzt nicht.
Sagt uns die Pressestelle auch, was Ihr Kollege Maybach heute Nacht hier gemacht hat. Fern, komm. Gestern Nacht hier. Also nicht hier, ich war unten vor der Tür. Die Nachbarin hat recht, die hat mich gesehen. Also die Dateien, an denen sie zuletzt gearbeitet hat, sind nicht auf der Festplatte. Die müssen externe Speicher benutzt haben. Woran hat Frau Kessler denn zurzeit gearbeitet? Sie hat eine große Story in der Pipeline. Kommen Sie bitte. Einen echten Big Shot. Einen Big Shot? Eine Enthüllung. Es ging wohl um einen prominenten Kopf, mehr weiß ich auch nicht. Bitte setzen Sie sich doch. Vielen Dank. Glauben Sie, Ihre Recherchen haben mit Ihrem Tod zu tun? Sobald wir gesicherte Erkenntnisse haben, werden Sie rechtzeitig davon erfahren. Ich würde mir gerne den Arbeitsplatz von Frau Kessler mal ansehen. Das ist eine gute Idee. Bitte sehr, Sie können gerne einen Kollegen um Hilfe bitten. Jetzt die übliche Frage. Hatte Frau Kessler Feinde? Wurde sie von jemandem bedroht? Mir ist nichts bekannt. Im Übrigen hatte sie sich auch gerade erst eingelebt. Warum eigentlich Frau Kessler als Chefreporterin? Warum nicht jemand aus Ihrer Redaktion? Eine interne Auswahl bringt immer böses Blut. Chefreporterin ist die begehrteste Stelle. Der eine ist neidisch, der andere fühlt sich übergangen. Und warum Frau Kessler? Sie hatte hervorragende Referenzen. Außerdem war sie clever, jung und vor allem hungrig. Und Sie wissen tatsächlich nicht, woran sie gearbeitet hat? Sie musste mich nicht einweihen. Sie konnte sich ihre Geschichten selber aussuchen. Das gehört zu den Freiheiten einer Chefreporterin. Hat sie denn nicht erzählt, woran sie gerade sitzt? Über eine gute Story redet man besser erst, wenn man sie im Kasten hat. Und damit niemand sie klaut. Eher um sich zu schützen. Grob vorher großartig rumzuposaunen, was man nachher nicht halten kann, kann ziemlich peinlich werden. Ja, und einem so richtig die Karriere versauen. Da würde ich gerne mal einen Blick reinwerfen. Dann müssen Sie unseren EDV-Chef fragen. Aber ich nehme nicht an, dass Ihnen das wirklich weiterhelfen wird. Warum? Martina hat immer alles auf ihrem Memory-Stick gespeichert. Ihre Kollegin wird ermordet und Ihr Vater leitet die Ermittlungen. Ist schon eigenartig, oder? Finden Sie? Ja. Es ist nicht das erste Mal, dass mein Vater und ich beruflich miteinander zu tun haben. Sonst noch was? Nö. Okay. In der kurzen Zeit hatte sich Martina sehr schnell eingelebt. Erstaunlich. Soweit ich weiß, ist sie mit allen in der Redaktion sehr gut klargekommen. Ich habe Ihnen Abzüge machen lassen von gestern Abend. Können Sie mitnehmen. Wir brauchen nur noch die Verbindungsdaten für das Telefon von Frau Kessler. Frau Krämer, Sie haben Ihre Reporter auf den Fall angesetzt. Küppers und Henscheid, ja. Ich möchte nicht, dass Sie die Ermittlungen behindern. Das sind zwei erfahrene Journalisten, die wissen, was sie dürfen und was sie nicht dürfen. Wenn wir den Mord aufgeklärt haben, werden Sie zuerst und exklusiv alle Informationen erhalten. Das ist ein faires Angebot. Wiedersehen. Mike, geh mal rüber die Drogenfahndung, lass dir alles geben, was du für die Drogentote im Telegrafen haben. Bestätigen Sie uns, dass Sie kurz vor Mitternacht bei Martina Kessler waren? Ich war nicht bei ihr, ich war vor der Haustür. Das ist ein kleiner Unterschied, oder? Und das war ungefähr zu dem Zeitpunkt, als sie ermordet wurde? Das sind schon zwei Fragen. Was wollen Sie denn von ihr? Geht sie nicht an, Ende der Durchsage. In die Kiste. Wollen Sie im Einsatz einen Mann erschossen haben? Dann komm. Wenn Sie die Antwort wissen, warum fragen Sie dann noch?
Würde Genauigkeit haben, wir wollen ja nichts Falsches schreiben. Hier sind die Infos zu der Drogentoten und Telegrafen. Sie hieß Katharina, war 17 Jahre alt und war am betreffenden Abend mit einer Freundin in der Bar. Die Freundin hat sie auch tot auf der Toilette gefunden. Sie heißt Nadine und macht eine Lehre als Friseusin. Körperverletzung mit Todesfolge. Diese Katharina war keine Kokserin. Der Staatsanwalt hat das Verfahren eingeleitet, aber nur pro forma. Richtig interessiert hat das keinen. Vielleicht hat die Kessler mehr gewusst. Die Kollegen haben die Personalien von den Gästen im Telegrafen untersucht. Es ist aber leider kein Name dabei, der irgendwie von Interesse sein könnte. Wir sollten der Sache trotzdem nachgehen. Diese Kessler hat mich nicht ohne Grund auf den Telegrafen angesprochen. Am besten wir fangen damit an. Tag zusammen. Herr Krautschke da? Nee, tut mir leid. Warum? Ich hatte mit ihm ein Hintergrundgespräch verabredet. Ein Hintergrundgespräch? Ja, wegen Ihrer neuen Aktion. Hinsehen, hinhören, eingreifen. Herr Krautschke wollte mich über Ihre Arbeit informieren. Ja, aber der steckt gerade in einer Ermittlung. Eine Reporterin ist gestern Nacht ermordet worden. Kennen Sie sie? Na dann vielleicht ein andermal. Und einen schönen Gruß an Herrn Krautschke. Mir wäre wirklich lieb, wenn ihr mich aus euren Ermittlungen aushalten könntet. Du bist eine Zeugin wie alle anderen Kollegen auch. Nein, bin ich eben nicht. Ich bin deine Tochter. Wenn die anderen mich für den verlängerten Arm halten, dann bin ich in der Redaktion ganz schnell unten durch. Moment mal, deine Kollegin ist ermordet worden. Ja, aber ich kann dir über Martina auch nichts erzählen. Privat kannte ich sie überhaupt nicht. Aber beruflich? Warum ist sie eigentlich Chefreporterin geworden? Sie war konsequent kaltschnäuzig. Entschuldige. Außerdem wären vor mir noch andere dran gewesen. Küppers und Henscheid? Ja, zum Beispiel. Küppers hat eine gute Schreibe, Henscheid lässt sich nicht die Butter vom Brot nehmen. Und ihr habt wirklich keine Spur? Und, wenn ihr eine hättet, du würdest es mir nicht sagen. Richtig. Freude sieht aber anders aus. Das hängt ganz davon ab, was Sie von mir wollen. Martina Kessler,